So, wir haben ja gestern Haustier-Szenario Stratholme beendet und haben ja uns gefragt, wo ist Manapaff? Man sollte vielleicht auch mal ein bisschen durch die Gegend gucken, wer steht denn hier? Der kann uns zu allem bisher beendeten Haustier-Dungeons schicken, also hier Höhlen des Weglagens, Todesminen, Gnome Regan und Stratholme. Aber wir wollen ja heute dann die Schwarzfelstiefen machen. Schattenhaftes Scharmützel. Findet Burke Macklin vor dem Eingang zu den Schwarzfelstiefen im Ich Schwarzfels. wünsche euch einen schönen Tag. So, jetzt nehmen wir das Portal. Moment, da lang müssen wir. Nach Stormwind. Von dort aus fliegen wir dann zum Schwarzfels. Ja, und dann müssen wir gucken, wo genau der steht. Also es ist eigentlich fast egal, ob Stormwind oder Eisenschmiede, weil von beiden aus kommt man nach zu den Schwarzfelstiefen. So. Ich bin am Überlegen, dass wir, bevor wir mit dem Raid anfangen, dass wir dann Was kann mal ich für dich tun? Was kann ich für unsere hier Verbündeten freischalten. Weil wir können ja, was können wir denn noch freischalten? Erfolge, nee, Charakter nicht. Erweiterungsfeatures. Nein. Mach zu. Haustier. Nein. Nein. Erkundung vielleicht. Battle for Azeroth. Also auf jeden Fall können wir die. Ich guck grad mal. Wir können das ja mal zusammen gleich gucken. Moment, ich muss erstmal hier die Internetseite aufmachen. Ach komm. Ah, Google ist wieder langsam ohne Ende. Dann mache ich eben hier Google Chrome auf. Ist auch langsam ohne Ende. Ich verstehe das nicht. 400.000er Leitungen und du musst ewig warten, bis das Zeug freigeschaltet wird. www.google.com So, WoW frei schaltbare verbündete Völker. Und zwar, da oben Allianz, die Lernelfen und die lichtgeschmiedeten Trenai haben wir schon. Dunkeleisenzwerge. Kultirana und Meshagnome. Meshagnome können wir noch nicht, weil wir noch nicht ehrfürchtig beim Rossbolzenwiderstand sind. Also die beiden könnten wir machen. Bei der Horde können wir noch gar nichts machen, weil ich bei der Horde fast noch gar keinen Ruf habe. Außer wohl Pera. Ansonsten Makar-Orks, ja, da müssen wir mal gucken. Jo, ja, da gucken wir mal. Also die Allianz-Dinger würde ich auf jeden hier drüben.
Okay. Die Allianz-Dinger würde ich auf jeden Fall gerne mal freischalten. Mit der Horde gucken wir mal, wenn die verfügbar sind. Ja, war doch klar. Also wir müssen hier rein. Na komm. So, wo müssen wir denn hin? Schwarzfels. Hier unten. Hallo? Lang, lang ist's her. Wenn man dann einen Silberlito sieht, will man den natürlich direkt mitnehmen. Nerv mich nicht. Oh, hier gibt's Magiestoff. So, hier drüben steht Burke McLean. Quest beenden. Schatten des Schwarzfels. Haltet die schattenhaften Gestalten auf. Also wir können dann auch wieder hierher teleportiert werden. Wir kriegen einen ultimativen Kampfübungsstein. Und mal gucken, was er hier hat. Ich muss mal ein bisschen was verkaufen. Komm, weg mit. Braucht kein Mensch. So, das wird entzaubert. Fliegende Peitsche, Experiment 13 und Windsklaue, also drei Stück, die wir hier kaufen Sind können. Sie hier? Hallo? Dann wollen wir rein, Alle oder? Reisen sicher sein. Lass mich rein. So, und es gibt hier neun Phasen. Der Hort der Schatten betretet den Bereich. Nähert euch der Mitte des Bereichs. Das war eine einfache erste Phase. Phase 2. Unser Held ist da. Ich sagte doch, dass ich eure nächsten vier Züge berechnet habe. Wir alle haben euch erwartet. Wie ich sehe, habt ihr endlich beschlossen, unseren Stützpunkt zu besuchen. Leider seid ihr viel zu spät. Mein Elite-Team hat alles Nötige gesammelt, um eine unvorstellbare Waffe zu konstruieren. Horu, begrüßt unseren Gast. Wie ich schon in den Höhlen des Wehklagens sagte, ich bin kein großer Kämpfer, aber ich bin der beste Tierausbilder in Azeroth. Wer ist wohl auf die schwarze Klaue und den Jagdtrupp gekommen? Ich. So, Horu Wolkenschauer besiegt. Wie kann ich euch helfen? Mögen die So, Verbrechen was hat er Gottes? denn? Drachkin. Wildtier, Wildtier. Echt jetzt? Alter. Was machen wir von den beiden? Ich weiß nicht, wie lange er noch lebt, deswegen. Ah, die gleiche Taktik wie ich. Auch gut.
Aua, das hat wehgetan. Na, zum Glück habe ich hier Sohn des Animus reingemacht. Was ja ein... was Gutes gegen Wildtiere ist. Wow, 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 wow. Leute, 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 nein, nein, nein. Was eine Kacke. So, wir brauchen am besten 3 mechanische. Dunkelmondpanzer. Aufziehgnom. Oder nehmen wir den Zeppelin. Was haben wir denn noch? Menageriewächter. Und Sohn des Animus. Ja, probieren wir es mal mit der Taktik. Grüße. Lebt wohl. Machen wir erstmal das hier. Ah, das erste ist ja gar kein... So ein Mist. Das erste ist ja gar kein Wildtier. Ja, scheiße war's. Aufgeben. Drachkin, Drachkin, Drachkin. Was hilft gegen Drachkin? Humanoid. Götze des Anubisat. Und den Rest heilen. So. Seid gegrüßt. Also ich glaube, hier werden wir etwas länger drin hängen. So, den Angriff blocken wir. Verfehlt. Oh, Leute, verfehlt geht's noch. Das ist doch schon wieder Kacke. Aufgeben. Nein, hier wollte ich gucken. Macht ihr mehr Schaden? Komm, wir machen mal den kleinen bösen Wolf hier rein. Das hier und das Ausweichen. Okay. Und das andere wieder heilen. Ja, der Drachkin, der macht am meisten Probleme jetzt gerade. Alter.
Das ist doch schon wieder Kacke. Makabre Marionette. Ja, damit mal probieren. Vor allem, wir kriegen weniger Schaden durch den jetzt. Auf bald. So, also der Drachkin ist platt. Machen wir das hier. Ja, wir sind nach der Runde eh tot, deswegen. So, Dunkelmondpanzer. So, das hier probieren. Lass es, mein Freund. Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Jetzt greift er wieder so an. Nee, das wird nichts. Wir machen morgen weiter. Ich werde mal kurz gucken, wie man das schaffen kann. Dann bis morgen.